Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Diesmal begrüße ich Sie aus Franken, genauer gesagt aus Bamberg. Hier werde ich mit dem wunderbaren Bamberger Sinfoniker das Elgar Cello Konzert unter der Leitung von Maestro Jakub Hruscha spielen. Darüber freue ich mich ganz besonders, denn die Kombination von Bamberg und Hruscha bedeutet immer Qualität, Präzision und die Suche nach einer raffinierten musikalischen Sprache. Doch beginnen wollen wir unsere Sendung mit einem ungewöhnlichen Jazzpianisten. Es ist Dmitri Neidich. Er kommt aus der Ukraine und ist eigentlich ein klassischer Pianist, der schon als Wunderkind in seiner Heimat Kiew aufgetreten ist. Mittlerweile spielt er vornehmlich Jazz und das, wie Sie gleich sehen werden, mit dem Background eines klassischen Pianisten. Wir haben ihn bei sich zu Hause in Achères-la-Forêt, anderthalb Stunden südlich von Paris, besucht. Meine Mutter war Klavierprofessorin und eine tolle Pianistin. Ich habe quasi schon vor meiner Geburt Musik gehört. Für mich war alles so natürlich. Ich bin ja mit dem Klavier aufgewachsen und wollte einfach immer nur Klavier spielen. Allerdings dann am Konservatorium mit dieser russischen Schule, das war ganz schön hart. Einmal komme ich in die Stunde, setze mich ans Klavier und fange an. Und sofort bricht der Lehrer ab und sagt, viel hast du wohl nicht geübt. Ich sage nein. Und er, dann nimm deine Noten, geh nach Hause und mach es das nächste Mal besser. Das war's. Das nächste Mal, da kommst du gut vorbereitet. Das Konservatorium war schwer und streng. Da gab es keinerlei Platz für spielerische Improvisation. Damals gab es das einfach nicht. Trotzdem habe ich immer wieder improvisiert. Aber das wollte dort keiner hören. Improvisieren, das gab es einfach nicht. Das war unmöglich. Aber es fehlte mir so sehr. Und ich muss dem Himmel Dank sagen, eines Tages begegnete ich dem Jazz. Ein Freund hörte Jazz und es war wie purer Sauerstoff zum Atmen. Eine ganz neue Tür öffnete sich für mich. Ich habe zwei Seelenverwandte. Und auch wenn sie so verschieden sind, es sind Bach und Mozart. Aber vielleicht liebe ich am Ende Mozart doch ein bisschen mehr. Er ist unglaublich. Jahrelang wusste ich nicht, wie ich diesen Zwiespalt aus klassischer Musik und Improvisation irgendwie managen soll. Es war kompliziert. Die einen sagten, du spielst Jazz,
dann bist du kein klassischer Pianist. Und die Jazzer reagierten ganz ähnlich, nur auf der anderen Seite. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Die klassischen Stücke durfte ich ja nicht verändern. Nein, das war ein Sakrileg. Okay, sagte ich, lass das sein. Aber ich brauche einfach beide. Und ganz langsam habe ich begonnen, klassische Musik und Jazz miteinander zu vermischen. Ich interpretiere klassische Musik einfach neu. Freiheit ist erlaubt, etwas Neues entsteht. Es ist, als ob ich die Stücke neu komponiere, auch wenn ich nur über ein Thema improvisiere. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dominante, Tonika, Dominante. Einfacher geht's ja wohl nicht. Und jetzt erfinde ich was. Wir fangen so an. Und wir enden auf der Tonika. Und etwas Besonderes entsteht. Eine Tür öffnet sich in eine andere Welt. Oder an der gleichen Stelle ein ganz anderer Klang. Eine ganz neue Farbe. Es ist ein andauernder Prozess von Suche und Kontrolle. Die Kontrolle ist eine Stütze, wenn du dich gehen lässt und was Neues ausprobierst. Das ist der Zauber der Improvisation. Sie kann nie so perfekt sein wie geschriebene Musik, das ist klar. Aber was für eine Wahrheit steckt in ihr? Das Leben selbst. Und das kann ja auch nie perfekt sein. Und was ist schon Perfektion? Perfektion ist der Tod. Deine CDs machen einfach richtig gute Laune. Und ich hoffe, dass Dimitri bald auch nach Deutschland eingeladen wird und Sie ihn live erleben können. In meiner letzten Ausgabe von Klick Klack durfte ich Sie aus Venedig begrüßen. Und da wir ja leider immer nur 30 Minuten Sendezeit haben und die Stadt so viele tolle Musiker und Geschichten hat, möchte ich Ihnen Claudio Ambrosini vorstellen. Er hat den Prix de Rome und auch den Goldenen Löwen bei der Musikbiennale gewonnen und zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten der Klassik. Als ich als Kind meiner Großmutter sagte, ich möchte Komponist werden, da weinte sie und meinte, du wirst auf der Straße enden.
Schon als Kind habe ich Gedichte geliebt und sie gesammelt oder in Büchern markiert. Und 30 Jahre später, da fällt mir manchmal eine Musik ein und die passt genau auf eines dieser Gedichte. Die Inspiration kommt, wann sie will. Ich weiß nicht, woher, sie hat es mir nie verraten. Aber sie zwinkert mir zu und lässt mich verstehen, dass sie vielleicht kommen wird. Genau so entsteht Musik, und zwar im Kopf. Und dann schreibe ich sie auf. Ich fange immer ganz systematisch an, wie ein Architekt, der wissen muss, ob er ein Krankenhaus oder ein Fußballstadion baut. Und dann gehe ich immer weiter ins Detail. Und so öffnet sich eine Tür nach der anderen. Dabei helfen mir die Instrumente. Ich besitze fast alle Instrumente. Ich kann auf ihnen spielen, natürlich nicht besonders gut. Eine Geige, ein Cello. Und langsam beim Spielen werden die Details immer deutlicher. Und so entsteht eine Komposition bei mir. E così la composizione nasce. Die Musik Ambrosinis ist eine perfekte Kombination aus raffinierter Komposition und seinem großen Wissen über alte Musik, kombiniert mit zeitgenössischem Klang. Und dazu kommt, dass seine Klangwelt, diese Melodien so viel auslösen kann. Die Chaconne ist das Ergebnis meiner ganz persönlichen Beschäftigung mit der Gitarre. Die Gitarre ist ein Instrument mit einer langen Geschichte. Ich wollte verstehen, wie sie sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt hat. Die Beziehung mit der Geschichte ist für uns Venezianer immer lebendig. Hier ist Geschichte kein Kapitel in einem Buch oder ein Saal in einem Museum. Hier ist Geschichte ein Raum, in dem wir leben. Hier können dir an der nächsten Ecke Monteverdi oder Tizian oder Vivaldi begegnen. Alle sind sie irgendwie anwesend. Deshalb ist Komponieren für mich ein Dialog mit ihnen. Als ob ich ihnen mein Stück zeigen möchte und sie nach ihrer Meinung frage. Es gibt diese venezianische Schule, die seit der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert mit Malipiero, Maderna, Nono und noch weiter bis heute führt. Wie ein Staffellauf. Jeder gibt etwas an die nächste Generation und die versucht wieder etwas Neues zu schaffen. Il risultato alla prossima generazione che lo prende e cerca di portarlo avanti. Meine Musik kann oft auch gewaltsam und heftig sein, aber es gibt immer delikate, geheimnisvolle und flüssige Elemente, die ich mit den Formen von Venedig verbinde. Eine Stadt aus Stein, so wunderschön, aber auch rigide und mathematisch, durchdacht und rhythmisch. Aber immer gibt es hier diese Spiegelungen, Reflexionen, wo sich die Farben der Stadt vermischen. Musikalische Ideen, die müssen mich überraschen.
Nicht alle sind gleich gut. Das ist wie bei einem Fotografen, der durch die Stadt geht, vieles Interessantes sieht, aber nicht alles fotografiert. Und dann geht er über einen Platz und da ist ein Brunnen und ein Sonnenstrahl bricht sich im Wasser. Und genau das hält er dann fest. Venedig gehörte immer zur Avantgarde in der Kunst und in den Wissenschaften. Die Stadt war immer an der Spitze, in der Architektur zum Beispiel. Wie kann man auf Sand eine ganze Stadt bauen? In der Musik? Wie kann man sie weiterentwickeln? Wie die Chöre in der Basilika von San Marco? Und dann haben wir die Biennale seit 65 Jahren. Venedig war immer auf der Höhe der Zeit, immer neugierig und aufmerksam, mit einer enormen Fähigkeit zu planen. Aber dazu braucht es Menschen. Heute gibt es nur noch wenige Venezianer und die meisten sind schon alt. Die lebensnotwendigen Geschäfte sind leer, die Wohnungen sind verkauft oder vermietet an Touristen. So fehlt die Grundlage für jede Entwicklung und Kreativität. Aber wir sind noch hier und wir bleiben, weil wir uns verantwortlich fühlen. Wir müssen einfach weitermachen. Ich glaube, keine andere Stadt hat der Lockdown im März mehr getroffen als Venedig. Diese Stadt, die an manchen Tagen fast 100.000 Besucher hatte, war vor einem Tag auf dem anderen menschenleer. Darüber hat der italienische Filmmacher Andrea Segre einen Film gemacht. Und eine der venezianischen Protagonistinnen haben wir auch getroffen. Es ist Elena Almanzi und sie rudert leidenschaftlich. Ja, Rudern hat viel mit Musik zu tun. Bei einer Regatta zum Beispiel kannst du am Geräusch der Welle, das dein Boot erzeugt, hören, ob du im richtigen Flow bist. Als ich klein war, wirklich klein, da waren meine Eltern auch bei Regatten dabei. Und in ihrer Freizeit haben sie trainiert. Die große Frage war, wo lassen wir das Baby? Das Baby war ich. Und sie haben mich einfach vorne in den Bug gelegt. Schaut, hier, diese Bewegung der Beine. Vorwärts und rückwärts. Je intensiver du ruderst, desto besser spürst du sie. Und entweder wird dir schlecht oder du schläfst ein. Für ein Kind ist Venedig das Paradies. Und auch für die Eltern. Du musst dir nie Sorgen machen, dass dein Kind von einem Auto angefahren wird. Allerdings musst du schon früh das Schwimmen lernen. Ich bin Venezianerin, in Venedig geboren, mit venezianischen Eltern. Und am ersten Tag nach meinem 18. Geburtstag habe ich mir eine eigene Wohnung gesucht. In einer Stadt, die richtig teuer ist. Ganz besonders für eine 18-jährige Studentin. Schon immer war Venedig in Gefahr. Der Massentourismus hat die Stadt langsam aufgegessen, wie einen Keks. Aber diese Tatsache wurde schon immer runtergespielt. Jetzt, mit der Pandemie, als die Stadt komplett leer war, hat jeder sofort gesehen, wie wenige Menschen noch hier leben und wie wenig die Stadt ihren Bewohnern bieten kann. Ci siamo resi conto che a Venezia
Uns allen wurde bewusst, dass hier in Venedig was nicht stimmt. Hier gibt es keine Normalität, wie in anderen Städten. Nicht einmal die Versorgung mit Lebensmitteln war garantiert. Also haben wir unsere Ruderboote mit Obst und Gemüse beladen, mit allem, was man braucht, um es den Menschen zu bringen, die selbst nicht zum Einkaufen gehen konnten. Qualunque cosa che potesse essere utile e consegnavamo le cose alle persone che non potevano o preferivano non uscire per fare le spese. Io spero che abbia fatto capire anche a chi prende delle decisioni, insomma, quanto sia. Hoffentlich haben jetzt alle verstanden, wie wichtig es ist, aus der Touristenattraktion Venedig wieder eine Stadt zu machen. Die Bewohner müssen nach Venedig zurückkommen und sich die Stadt wieder nehmen. Und vielleicht gefällt so ein Venedig den Touristen sogar besser als diese Città Fantasma. Ich hoffe, dass sich etwas ändert. Hier müssen wieder Menschen wohnen. Und die Schulen müssen wieder voller Kinder sein. Nun freue ich mich auf das Elgar-Konzert mit dem Bamberger Sinfoniker. Und vor der ersten Probe hatte ich ein wenig Zeit, mit Maestro Hruscher zu sprechen. Jakob, vielen Dank, dass du immer für uns Zeit findest. Dein Kalender ist mehr als gefüllt und du hast 3 Orchestern im Moment. Habe ich gesehen, du bist nicht nur hier Chefdirigent von Bamberg, aber auch in London beim Philharmonia bist du Principal Gastdirigent und bei dem Tschechischen Philharmonie, welches wir auch eine super schöne Tournee hatten im März. Mich interessiert einfach zu wissen, wie ist die Situation für dich gegenüber den Musikern? Deine Position, auch die Mut zu geben, psychologisch vor allem, und das Gefühl zu geben, doch, wir müssen weitermachen und versuchen, positiv dran zu bleiben. Bei uns in der Tschechischen Republik geht es jetzt mit dem Virus wirklich schlecht. Und man spielt auch nicht mehr normal für das Publikum. Also der Fakt, dass wir hier in Bamberg für das Publikum, obwohl ein beschränktes Publikum, spielen können und die Programme eigentlich nicht viel ändern müssen, ist ein Glück. Und ich nehme das als Privileg jetzt, ja. Und ich glaube, das Orchester nimmt das auch so. Auf einer Seite habe ich immer gesagt, wenn es möglich ist, müssen wir weiter spielen für das Publikum, weil die Leute brauchen auch etwas für die Seele. Mit den Distanzen, die in Deutschland wir haben, hat man gelernt zu arbeiten. Es ist ganz erstaunlich, dass in kurzer Zeit das Orchester als ein Körper wirklich an diesen neuen Regeln irgendwie angepasst hat. Für euch wahrscheinlich verändert sich sehr viel mit plötzlich 4 Meter nach vorne. Jeder Instrumentalist ist 1,5 Meter weit entfernt. Das ist nicht leicht, aber wie gesagt, Musiker sind
unglaublich flexibel. Die fantastischen Musiker wie hier, die tollen, können auch in verschiedenen Sälen zu spielen, können auch verschiedenes Repertoire spielen. Und das gilt auch für die Distanzen. Heute Abend eben spielen wir Elga, das haben wir auf der Tournee im Februar gespielt. Jetzt für mich, es ist fast wie wenn die Tournee weitergeht, mit einer Pause von 8 Monaten dazwischen. Er war einfach ein romantischer Komponist in spätromantischem Idiom. Er konnte komponieren so glatt und schön und fein wie Leute wie Saint-Saëns oder Mendelssohn. Aber es gibt auch diese Melancholie, die etwa für die Spätromantik typisch war. Es gab viel davon. Aber du spielst es so, dass es nicht übertrieben ist. Das mag ich. Weißt du, der dritte Satz ist oft nur Soße und Öl und Traurigkeit. Und es hat auch viel Hoffnung und Sehnsucht. Und es ist sehr menschlich. Ich denke, man muss wirklich immer die Grenze spüren zwischen emotional und sentimental und nicht sentimental werden. Wenn man nicht sentimental wird, dann schafft man irgendwie. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Die schönsten Sachen sind oft in allen Kompositionen die fragilsten, die kleinsten. Mhm. Ich frage mich immer in jeder Komposition, was ist der dynamische Höhepunkt? Und was ist der emotionale oder der menschliche oder wo die Nachricht wirklich zum Kern kommt? Und das ist oft in den langsamen Sätzen, in den fragilsten Momenten. Damit möchte ich mich von Ihnen für heute verabschieden. Bleiben Sie gesund. Beim nächsten Mal begrüße ich wieder Martin Grubinger mit spannenden Gästen.